Moin, hier ist Robert und heute kommt wahrscheinlich das beste Video, was ich bisher auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe, denn ich werde dir heute ganz genau zeigen, wie wir mit unserem Beratungsunternehmen Leaders Media auf 1 Million und mehr im letzten Jahr digital gewachsen sind. Dabei zeige ich dir, dass du kein großes Vertriebsteam dafür brauchst. Ich zeige dir, dass du nicht viel Content brauchst und ich zeige dir, wie du wirklich täglich Anfragen von begeisterten Interessentinnen und Interessenten erhältst und vor allem zeige ich dir, wie du schon das Fundament in deiner Solo-Selbstständigkeit legen kannst. Wenn du also schon immer darüber nachgedacht hast, hey, wie kann ich mit meinem Unternehmen digital weiter wachsen, dann solltest du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Ich werde dir wirklich zeigen, wie wir es Schritt für Schritt angestellt haben, was wir gelernt haben, was unsere größten Fehler waren und insofern wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Bevor wir heute starten, kurze Frage an dich. Gehörst du auch zu den verrückten Leuten, die sich überhaupt vorstellen können, mit ihrem Unternehmen auf 1 Million und mehr zu wachsen? Wenn ja, schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich immer über Leute, die genauso verrückte Ziele haben wie wir. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Präsentation rein. Ausgangssituation war, dass wir 2020 relativ gut mit Leaders Media, mit unserem Beratungsunternehmen dastanden, dank Social Selling auf LinkedIn. Wir haben uns tatsächlich komplett darauf fokussiert, alles andere beiseite gepackt, Facebook sein gelassen, Xing sein gelassen, Instagram sein gelassen und haben wirklich gesagt, wir machen nur noch Social Selling auf LinkedIn. Und das hat nach und nach immer besser funktioniert. Wir haben es geschafft, wirklich kalte Kontakte planbar in zahlende Kunden umzuwandeln. So dass wir diese Formel geknackt hatten und so ein bisschen an den Deckel kam, umsatztechnisch und natürlich auch von der Reichweite der organischen auf LinkedIn. Und deshalb wollten wir mehr. Wir wollten als Firma weiter wachsen. Wir hatten hohe Ziele. Und jetzt zeige ich dir mal, was wir alles probiert haben, um weiter mit unserer Firma zu wachsen. Den ersten Versuch, den wir gestartet haben, was glaube ich so ein Klassiker ist, dass wir täglich an unserem Angebot und unserer Positionierung gefummelt haben. Ja, Social Selling war immer noch die Überschrift, aber nichtsdestotrotz haben wir wirklich verschiedenste andere Möglichkeiten rausgegeben, Slogans getestet und haben wirklich gefühlt jede Woche unsere Webseite überarbeitet und unsere Profilslogans angepasst. Immer in der Hoffnung, dass irgendwas Magisches passiert, wenn wir ein paar Wörter ändern. Ich kann dir die Hoffnung leider nehmen. Es hat sich relativ wenig verändert. Die Leute haben sich immer nach und nach noch mit uns auseinandergesetzt und dann irgendwann für die Zusammenarbeit entschieden. Aber es hatte relativ wenig damit zu tun, was jetzt an irgendeiner Stelle in unserem Profil stand oder was irgendwie auf unserer Webseite stand, sodass das magische Angebot oder die magische Positionierung war es leider nicht. Was wir dann gemacht haben ist, dass ich irgendwie in die Idee reinverkauft wurde, ein großes Sales-Team aufzubauen. Wirklich 4-5 Leute, die sowohl nach draußen gehen, mit Interessenten sprechen, wirklich ins Gespräch kommen, outbound machen und wirklich ordentlich Schlagzahl fahren, wirklich 10-20 Termine pro Woche. Und das haben wir so langsam aufgebaut, haben tatsächlich auch jemanden dafür eingestellt, der zusätzlich noch telefoniert und wirklich 10-20 Termine pro Woche dort durchgeschleust und mit Interessentinnen und Interessenten telefoniert. Nach wenigen Wochen kam tatsächlich die Ernüchterung, dass es mehr oder weniger, ich meine es gar nicht böse, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme waren. Es waren 10-20 Termine pro Woche, aber am Ende waren es trotzdem nur 1-2 Kunden maximal, die dadurch entstanden sind. Und dann habe ich mir das Ganze einfach hochgerechnet und gesagt, ja, ich kann jetzt 4-5 Leute da sitzen haben, aber nach einem wirklichen Hebel sieht das auf jeden Fall nicht aus. Sodass ich diesen Plan relativ schnell auch verworfen habe und für mich auch unternehmerisch klar geworden ist, hey, über Personen zu wachsen ist so der schlechteste Hebel, den man irgendwie unternehmerisch machen kann. Sodass ich gesagt habe, hey, ein großes Sales-Team aufzubauen, wird auf jeden Fall nicht der Hebel sein, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Den dritten Versuch, den wir gestartet haben, sind, dass wir wirklich monatliche Live-Trainings gehalten haben. Und das hat so ein bisschen aus Spaß an der Freude angefangen. Und das haben wir nach und nach so ein Stück weit professionalisiert. Wir haben uns immer dazu gezwungen, wirklich jeden Monat das Ganze zu machen, auch zu promoten bei LinkedIn in unserem E-Mail-Newsletter. Und das war tatsächlich eine Formel, die ganz gut funktioniert haben. Und ich auch so ein bisschen beobachtet habe und überlegt habe, hey, irgendwas kann man da vielleicht mitmachen. Weil tatsächlich immer nach diesen Live-Trainings haben sich Leute bei uns gemeldet und sind dann auch häufig Kundin oder Kundin geworden. Und ich dachte mir, spannend. Gleichzeitig hatte ich das Problem, dass ich halt nicht mehr als einmal pro Monat ein Training halten konnte, weil wir immer wieder die gleichen Leute angezapft haben. Wir haben immer wieder die gleichen LinkedIn-Kontakte angezapft, wir haben immer wieder unsere E-Mail-Listen angezapft und hätte ich die jetzt jede Woche zum Training eingeladen, dann wären die auch irgendwie bescheuert geworden und hätten gar keine Lust mehr auf uns gehabt, sodass ich da auch einen limitierenden Faktor hatte, dass ich das Ganze nicht häufiger halten konnte. Und der vierte Versuch war wirklich, man kann es mit der Überschrift irgendwie bezeichnen, das Problem mit Geld beschmeißen. Ne? Weil ich bin irgendwann auf den Trichter gekommen ist, was ist, wenn wir einfach viel mehr Reichweite bekommen und einfach viel mehr Leute uns kennenlernen. Und dann habe ich weiß noch, wie ich wirklich mit mir gerungen habe, auf 1.000 Euro pro Tag Werbebudget zu gehen. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt wirklich die längste Zeit immer nur 500 Euro pro Tag irgendwie ausgegeben.
Und damit hatte ich schon schlaflose Nächte und dann dachte ich mir so, ey, jetzt machst du mal einen Schub nach vorne und gibst wirklich 1000 Euro pro Tag aus, mal gucken, was passiert, ne? Große Problem war, wir waren zu dem Zeitpunkt schon relativ gut in LinkedIn-Werbung, wir haben auch viele Leads eingesammelt, wie du hier siehst an den Zahlen, aber das große Problem war, die waren halt eiskalt, die haben noch nie was von uns gehört, haben so die ersten Sachen von uns gesehen und das Geld habe ich am Ende nie wieder gesehen, weil es einfach kein Konzept gab, wie man diese kalten Leads irgendwie umwandelt in am Ende zahlende Kunden und das war total frustrierend, so dass ich gemerkt habe, hey, Werbung ist leider nicht das Problem, was alles irgendwie erschlägt, sondern dann kriegst du das nächste Problem, dass du halt eiskalte Leute hast, wo du nicht weißt, was du mit den Leuten machen sollst. Und dann kam so der Klassiker, ich glaube der fünfte Versuch, die Content-Maschinerie wirklich hochzufahren, ja, und mit viel hilft viel irgendwie das Problem zu adressieren. Tägliche Posts auf LinkedIn, an der Spitze 3 Podcast-Folgen pro Woche. Und ich habe da sogar so eine 90-Tage-Challenge bei YouTube gemacht, weil ich gehört habe, wenn man das gemacht hat, dann knallt der YouTube-Kanal. Ich kann dir sagen, das waren die anstrengendsten Wochen meines Lebens und es hat am Ende dazu geführt, dass wir nicht einen Cent mehr irgendwie gewachsen sind als mit 3 Posts auf LinkedIn pro Woche, einer Podcast-Folge pro Woche und einem YouTube-Video pro Woche. Und das war extrem frustrierend. Es kam natürlich bei den ein oder anderen Kundinnen an, dass sie gesehen haben, krass, was auch immer ihr für eine Produktionsfirma da mittlerweile seid an Content, ist beeindruckend. Und alle haben natürlich gefragt, ist es das magische Geheimnis, um darüber mit seiner Firma zu wachsen? Und ich kann leider sagen, nein. Oder ich kann Gott sei Dank auch sagen, nein, weil wenn es die Formel gewesen wäre, dann hätte man verdammt viel knüppeln müssen und verdammt viel Content rausfeuern müssen, damit man mit seiner Firma wächst. Und tatsächlich ist es nicht das Geheimnis. Bis wir irgendwann wirklich an dem Punkt angekommen waren, dass wir völlig platt waren von diesen ganzen Strategien und alles, was wir gemacht haben und so ein kleines Krisenmeeting einberufen haben und uns nur eine Frage gestellt haben. Und das war genau die richtige Frage, die wir uns stellen konnten. Und zwar, was haben die letzten 30 Beratungskundinnen und Kunden von uns eigentlich gemeinsam? Ja, warum haben die sich für eine Zusammenarbeit entschieden? Was waren die Erfolgsfaktoren? Wie sah deren Weg aus? Und dann haben wir uns die zweite Frage gestellt, was können wir daraus lernen? Ja, so eine simple Frage, die so viel Unterschied gemacht hat. Denn tatsächlich gab es 4 spannende Gemeinsamkeiten, die ich am Anfang überhaupt nicht auf dem Zettel habe. Die erste ist relativ offensichtlich, dass fast alle Leute initial im ersten Kontakt über LinkedIn-Werbung auf uns aufmerksam geworden sind. Da wir zu dem Zeitpunkt relativ viel Geld schon ausgegeben haben, haben uns viele Leute auf die Werbeanzeige geklickt, haben sich was runtergeladen, haben Training angeguckt und waren in unserem Kosmos. Dann ganz interessant, alle haben durch unseren organischen Content über die Zeit Vertrauen zu uns aufgebaut. Ja? Ads hat nur dafür gesorgt, dass sie uns kennenlernen, aber der Content war super wichtig und deshalb ist auch Social Selling und Content so wichtig, in Maßen, dass die Leute die Chance haben, dich kennenzulernen. Und jetzt kam der Kicker, ja, dass fast alle Leute waren mindestens einmal beim Live-Training dabei oder mehr und haben dadurch unser Angebot verstanden. Ja, sie waren begeistert davon und waren häufig in der Woche danach, wurden sie Kundin oder Kunde. Und das war für mich extrem augenöffnend zu verstehen, wie wichtig dieses Live-Training eigentlich war. Was für eine Nebenrolle eigentlich Content spielt, dass es so zum Aufwärmen ganz nett ist, aber auch nicht mehr. Es ist kein Hebel, um irgendwie schneller zu wachsen, sondern die Trainings das Entscheidende waren. Und das Spannende war, dass alle, die sich wirklich für die individuelle Zusammenarbeit mit uns entschieden haben, fast alle uns 3 bis 6 Monate mindestens gefolgt sind. Und das bestätigt so sehr schön auch diese Kaufentscheidungspyramide, die es so theoretisch, glaube ich, gibt und auch viele Modelle dazu gibt, zu der Buyers Pyramid heißt es, glaube ich, im Englischen, genau. 5% der Leute kaufen sofort und das sind auch Leute, die nach Werbeanzeigen ins Telefonat bei uns gekommen sind und sofort gekauft haben innerhalb von einer Woche, aber das sind nur 5%, ja. Und zum Beispiel ein Funnel ist das Problem, wenn du ein Funnel betreibst, ist, dass halt nur 5% du von 5% lebst und die anderen 35%, die innerhalb von 3 bis 6 Monaten kaufen, die lässt du völlig außer Acht. Die wollten wir uns aber auch schnappen. Wir wollten ein Konzept haben für wirklich diese 40%, die alle prinzipiell innerhalb von 3 bis 6 Monaten kaufen. Und daraus entstand am Ende folgende Idee. Was wäre denn, wenn wir das Erlebnis mit uns in den ersten 3 bis 6 Monaten nicht dem Zufall überlassen, sondern systematisch gestalten? Was ist denn, wenn man nicht einfach so Content rausgibt und mal guckt und hofft, was passiert, sondern was ist, wenn wirklich jeder Handgriff in den ersten 3 bis 6 Monaten sitzt und auch alles da drauf probiert ist, zu optimieren, zu konvertieren, die Leute? Was haben wir jetzt umgesetzt? Schritt 1, wir haben weiter mit der LinkedIn-Werbung gemacht und haben uns darauf konzentriert, wirklich darüber, kalte neue Leute in unsere Welt zu holen. Das hat super gut funktioniert, wollten wir nicht dran rütteln. Erster Punkt, fertig.
Zweiter Punkt ist, wir haben wirklich auch durch E-Mail-Automatismen, durch Aufwärmsequenzen und natürlich auch durch unseren LinkedIn-Content die Leute aus den Werbeanzeigen, aus unseren E-Mail-Listen in unseren organischen Content bekommen. Wir haben sie in unsere Podcast-Folgen geschickt, wir haben sie in unsere YouTube-Videos geschickt und wir haben uns bestenfalls mit ihnen auf LinkedIn verknüpft, sodass sie so nach und nach mit uns warm wurden. Dritter Schritt war, dass wir die erste Konvertierung probiert haben, die Leute wirklich in unser Angebot zu bekommen, indem wir sie wirklich einmal pro Monat in unser Live-Training eingeladen haben. Und das hatte ja in der Vergangenheit super gut funktioniert. Und das war auch der erste Punkt, wo ich wirklich versucht habe, nach wenigen Wochen die Leute das erste Mal zu begeistern, damit sie verstehen, was ist unser Angebot, was machen wir eigentlich, was ist der Vorteil und warum sollten sie sich für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden. Und darüber sind immer schon die ersten Leute gekippt und auch deutlich vor 3 Monaten gekippt, die gesagt haben, hey, ich möchte gerne mit euch zusammenarbeiten. Und dann kam Schritt 4, dass wir uns noch einen zweiten Konvertierungspunkt haben einfallen lassen, und zwar eine klare Angebotsseite. Dass wir wirklich regelmäßig an fast allen Stellen über unser Leaders Media Mentoring gesprochen haben, in unserem organischen Content, in unseren Aufwärmsequenzen per E-Mail, als auch natürlich in den Live-Trainings, die dann auch immer wieder zu dieser einen Seite geführt haben, wo die Leute dann auch darüber eine Anfrage stellen konnten beziehungsweise einen Termin buchen konnten und dann sich auch für eine Zusammenarbeit entschieden haben. Und der letzte Schritt war eigentlich die Perfektion dieser gesamten Reise und die Automation. Die Live-Trainings waren am Ende nur die Vorbereitung, um die Aufzeichnung zu nehmen und die laufen zu lassen. Das bedeutet, heute nutzen wir wirklich unseren organischen Content und auch Social Selling, sowohl als auch die LinkedIn-Werbung, die Leute in diese Conversion Journey zu bringen, in die Aufzeichnung von einem Training zu bringen, dass sie darüber bestenfalls schon die Anfrage stellen, dass sie sonst weiter aufgewärmt werden über unseren Content und dann über unsere Angebotsseite am Ende final eine Anfrage für eine Zusammenarbeit stellen. Und das war am Ende die Geburtsstunde unseres neuen Konzepts der Conversion Journey. Und es verbindet am Ende eigentlich zwei Ideen, zum einen die der Customer Journey, dass wirklich jeder Interessent und auch jeder Kunde eine Reise sozusagen hinter sich hat, aber auch der Idee der Conversion, dass wir wirklich versuchen, diese Reise so zu bestimmen, dass sie schnellstmöglich konvertiert und uns genau die richtigen Leute innerhalb von kürzester Zeit bringt, die verstehen, was unser Angebot ist und die mit uns bestenfalls zusammenarbeiten wollen und Budget haben. Was waren jetzt die Ergebnisse? Was ist passiert? Das Erste, was passiert ist, dass wir wirklich planbare Anfragen hatten. Es gab eigentlich keinen Tag mehr, wo nicht Leute eine Anfrage bei uns gestellt haben. Alles Inbound-Anfragen von Leuten. Und jetzt kommt der Kicker, dass es begeisterte Anfragen waren. Die Leute kannten uns, die kannten unseren Content, die kannten unsere Trainings, die kannten unseren Podcast, wussten schon mehr oder weniger, was unser Angebot ist und sind eigentlich nur noch in das Telefonat gehüpft, um letzte Fragen irgendwie beantwortet zu bekommen und haben sich dann für eine Zusammenarbeit entschieden. Und ich habe auf der Folie nochmal zusammengefasst, was alles sonst passiert ist. Wir haben diese Anfragen bekommen von, die uns kennen, die uns vertrauen und unser Angebot feiern. Das Coole war, auch beim Umsatzvolumen von 1 Million pro Jahr brauchten wir kein großes Vertriebsteam oder eine Meisterleistung am Telefon, weil das Marketing die größere Vorarbeit geleistet hat. Und das ist halt was ganz Entscheidendes. Ich glaube auch für, wenn du vielleicht noch ein bisschen weiter vorne sozusagen mit deinem Umsatz stehst, ist eine super elementare Frage, ob du sagst, ich baue ein großes Sales-Team auf und wachse darüber oder ich stecke mehr Zeit und Ressourcen in wirklich die Perfektion der Conversion Journey oder meines Marketings und lass die große Vorarbeit machen, sodass die Leute am Telefon bei dir eigentlich nur noch Fragen beantworten und dann die Leute mit dir zusammenarbeiten. Ne? Und das hat für uns super gut funktioniert und das war schön, dass das Ganze so gut funktioniert. Statt wirklich 10 unterschiedlichen Wachstumsstrategien, was wir alles gerödelt haben, die irgendwie viel Aufwand bedeutet haben, hatten wir plötzlich eine klare Strategie, die mit wenigen Stunden pro Woche betrieben werden kann. Ne? Und wirklich bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, krass, ich muss eigentlich nur noch 2 Stunden pro Woche unsere Werbeanzeigen managen und ein Live-Training pro Monat halten und das war's. Ansonsten läuft die Maschine. Und das war halt cool zu sehen, wie simpel es am Ende aussehen kann, wenn man wirklich diesen Prozess gemeistert hat. Und dieser digitale Wachstumsprozess funktioniert sowohl organisch mit Social Selling und der richtigen organischen Content-Strategie für LinkedIn, als auch mit LinkedIn-Werbung mit bis zu 30.000 Euro Budget pro Monat und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Das ist halt das Coole, dass man wirklich, selbst wenn man auch selbstständig ist, selbst wenn ich wirklich jetzt von null anfangen würde, würde ich die Conversion Journey anfangen aufzusetzen, weil am Ende wirklich
es auch funktioniert, wenn du nur regelmäßig auf LinkedIn postest. Und wenn du irgendwann die verrückten Ambitionen hast, mit deinem Unternehmen weiter zu wachsen, hast du die perfekte Infrastruktur, um wirklich darauf Werbung zu schalten und zu wissen, dass es am Ende funktioniert. Und heute haben wir vielleicht nur noch 5 bis 10 Telefonate pro Woche, aber dafür wären auch 3 bis 4 Kunden statt irgendwie 20 Telefonate pro Woche und ein Kunde. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei mir auch so Klick gemacht hat. Es bringt mir halt nichts viel, wenn ich tausende von Anfragen habe und irgendwie ein riesen Sales-Team habe, was irgendwie mit Leuten telefoniert, wenn die Leute am Ende dann nicht Kunde werden. Und dadurch, dass Marketing so eine große Vorarbeit leistet durch diese Conversion Journey, ist der Aufwand da viel niedriger, aber viel mehr Leute werden Kunden. Und das Beste daran ist, dass du eigentlich nur 3 Themen meistern musst in dieser Conversion Journey. Zum einen LinkedIn-Werbung, ja, und da ist halt wirklich wichtig, wie deine Methodik dafür aussieht. Da haben wir wirklich in den letzten 12 Monaten über 200.000 Euro selber Budget investiert, um das Thema zu knacken. Am Anfang kann es natürlich auch deine organische Content-Strategie sein, die man meistern muss. Dann musst du ein Training wirklich perfektionieren. Ja, es geht nicht darum, dass Format das ein Training ist, sondern es geht darum, was du da drin erzählst, dass das wirklich perfekt ist und die Leute anzündet, dass sie genau dein Angebot verstehen und haben wollen. Und das Dritte ist eigentlich, dass du den gesamten Prozess für die ersten 180 Tage meisterst und jeder Handgriff sitzt. Und das ist wirklich das, worauf wir uns im letzten Jahr konzentriert haben, das ganze Konzept sozusagen als Conversion Journey getauft haben und ich unglaublich glücklich bin zu sehen, dass es nur eine Handvoll von Sachen sind, die man eigentlich braucht, um mit seinem Unternehmen digital zu wachsen. Die Frage, die mich interessiert, und das ist tatsächlich so die erste Skizze dieses Trainings, ich werde das in den nächsten Wochen weiter ausbauen, insofern darfst du gespannt sein, ist natürlich die Frage, ob du dir die Conversion Journey auch für dich oder für dein Unternehmen vorstellen könntest. Ich freue mich, in die Diskussion mit dir zu treten. Wenn du Fragen hast, beziehungsweise welche Fragen hast du zum Konzept der Conversion Journey oder auch vielleicht zur LinkedIn-Werbung, schreib es gerne in die Kommentare. Wenn dir das Konzept der Conversion Journey gefallen hat und du dir das Ganze auch für dein Unternehmen vorstellen kannst, dann lass uns gerne sprechen. Geh dazu einfach auf leadersmedia.de, schau dir gerne mal unser Leaders Media Mentoring an. Dort setzen wir tatsächlich gemeinsam die Conversion Journey mit unseren Kundinnen und Kunden innerhalb von 30 Tagen um und helfen ihnen dabei, wirklich systematisch mit ihrem Unternehmen zu wachsen oder auch mit ihrer Selbstständigkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich extrem darüber freuen, wenn du dem Ganzen ein Like lässt. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich. Same time next week? Same time next week. All right.